Das Werk 4 ist stolz darauf, Teil der Stilgruppe zu sein und eines der modernsten Druckgusswerke Europas zu sein, mit Technologien, die es weltweit einmalig nur hier am Standort in der Eifel gibt. Mein Name ist Thomas Gühlich, ich bin für das Thema Technik und Produktionsverfahren zuständig. Hier produzieren wir Bauteile aus Magnesiumlegierungen, zum Beispiel Kurbelgehäuse für Motorsägen oder den Schutz für den Trennschleifer. Der Werkstoff Magnesium ist zum einen natürlich besonders leicht, das heißt, das spezifische Gewicht von Magnesium ist deutlich niedriger als das von Eisen oder Aluminium. Damit sind wir in der Lage, sehr leichte Bauteile herzustellen. Auf der anderen Seite bietet Magnesium natürlich auch einen großen Vorteil, weil es beliebig oft wiederverwendbar ist. Das heißt, nicht nur Abfälle aus der Produktion, auch Magnesiumbauteile, die schon im Einsatz sind oder Einsatz waren, können beliebig oft wieder eingeschmolzen und neu verwendet werden, sodass es aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit natürlich ein sehr vorteilhafter Werkstoff ist. Wir bekommen die Lieferungen von Magnesium in Form von Muscle-Paketen. Wir setzen zur Wareneingangsprüfung ein optisches Emissionsspektrometer ein, mit Hilfe dessen wir die chemische Zusammensetzung der Legierung prüfen können. Wir setzen hier das Warmkammerdruckgussverfahren ein und im Innern der Maschine haben wir das flüssige Magnesium im Tiegel, der beheizt ist, um das Magnesium zum einen aufzuschmelzen, aber auch natürlich um flüssig zu halten. Und zu Beginn eines Produktionszyklus, wir reden hier von einem Schuss, wird das Magnesium in die Form eindosiert. Das Pulverbeschichten nutzen wir, um schöne Oberflächen zu erzeugen und auch widerstandsfähige Oberflächen auf den Teilen zu erzeugen. Die Teile werden an ein Förderband aufgehängt, durchlaufen dann einen Oberflächenvorbereitungsprozess, um eine gute Lackhaftung sicherzustellen. Dann wird der Pulvernebel aufgetragen, entweder in Stielgrau oder Stielorange. Und im anschließenden Ofenprozess schmilzt das Pulver aus. Die Sichtprüfung ist deswegen wichtig, um sicherzustellen, dass die Teile, die wir aus dem Gussprozess erhalten, auch unseren Ansprüchen genügen. Und von den 40 Millionen Bauteilen, die wir jedes Jahr produzieren, jedes dieser Teile geht durch die Sichtprüfung. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen jedes Teil in die Hand, kontrollieren es auf Fehlstellen oder auf optische Auffälligkeiten, um sicherzugehen, dass wir dann nur gute Teile in den folgenden Prozessschritten weiterverarbeiten. Wir haben als wichtigsten Kunden unsere weltweiten Montagewerke in der Stielgruppe und fast alle Bauteile aus Magnesium in Stiel, Motorsägen und Motorgeräten werden von uns produziert.